Hallo liebe Freunde der Familienzeit und der Freuzeit. Ja, vielleicht erkennt es der ein oder andere von euch schon. Da hinten ist der Leuchtturm vom Bellwack und hier ist das Hotel Colosseo. Da werden wir heute Nacht übernachten. Aber wir sind nicht im Park, sondern wir machen heute Küchenparty. Und zwar da drüben im spanischen Komplex. Und da gibt es immer lecker, lecker Essen. Da bin ich jetzt richtig gespannt, was es Leckeres gibt. Und Tamara natürlich auch. Und ja, sie hat jetzt gerade noch das Auto geparkt da hinten. Und jetzt gehen wir erstmal rein ins Hotel. Ja, jetzt sind wir da. Es ist schon dunkel, also wir reisen wirklich eigentlich nur zur Küchenparty an. Wir gehen auch nicht in den Park, weder heute noch morgen. Vielleicht gibt es morgen noch ein bisschen Wellness, mal sehen. Der Fokus wird auf jeden Fall auch jetzt hier im Vlog auf der Küchenparty liegen. Es gibt bestimmt auch ein paar Aufnahmen vom Hotelzimmer. Ich bin jetzt mal gespannt, im Europapark selbst ist ja aktuell Hello Winter. Also so ein bisschen Halloween und so ein bisschen Weihnachten. Bin jetzt mal gespannt, wie es im Hotel ist. Ob da auch Weihnachten und Halloween ist oder Halloween und Weihnachten oder wie auch immer. Jetzt geht's rein. Auf geht's. Ja, und hier vor der Tür ist jetzt auf jeden Fall noch Halloween. Wie es jetzt im Hotel drin aussieht, da sind wir jetzt mal schon richtig gespannt, ob jetzt da Weihnachten und Halloween ist oder Halloween und Weihnachten oder wir lassen uns jetzt mal überraschen. Also auf geht's rein. Let us gather round, for it's Christmas time. A merry sound and the stars align. Ja, und jetzt hier hinter mir steht schon der fantastische Weihnachtsbaum. Also so einen tollen Weihnachtsbaum, wenn er auch nicht echt ist, aber wie hier im Colosseo habe ich echt noch nicht gesehen und freue ich mich immer, wenn ich den mal wieder sehe, auch wenn noch nicht Weihnachten ist, weil auch hier im Hotel gibt es Hello Winter. Ja, also wir wissen noch Weihnachten und Halloween, Halloween und Weihnachten. Ja, und da hinten haben wir jetzt gerade eingecheckt in der Rezeption. Wir sind heute im dritten Stock und gehen wir jetzt mal gucken, was für ein tolles Zimmer wir haben. Diesmal habe ich nämlich extra kein Zimmer reserviert, um mal zu schauen, wo wir landen. Es geht ja auch mit der Hotel Friends Karte, könnt ihr nämlich Zimmer reservieren. So, wo müssen wir denn jetzt hin? Nummer 3. Fahrtrichtung abwärts. Der Blick von hier oben ist ja auch immer einmalig.
und mit der Hotel Friends Karte, die könnt ihr ganz einfach beantragen. Das ist wie so ein Punkte- und Bonusprogramm, gibt es auch immer ein Geschenk. Dieses Mal, leider wieder nur auf Nachfrage, ein 4-in-1 Fußaktivbad. Genau das Richtige zu der Jahreszeit. Das probiere ich dann zu Hause, glaube ich, gleich mal aus. Wir gehen ja heute Abend genau darüber zur Küchenparty. Dann sehen wir jetzt schon, wo wir hin müssen. Jetzt hoffen wir nur, dass es nicht noch mehr Nebel gibt, nicht, dass wir nicht mehr nach Hause finden heute Abend. Ah, nachdem jetzt im Zimmer schon mal alles ein bisschen gerichtet ist, Tamara ist, wie kann es auch anders sein, jetzt noch duschen und sich richtig schön machen. Und ich mache das nachher mal ganz kurz, das passt dann für mich auch. Genau, bin ich jetzt hier noch in den Innenhof, ja, weil wir schauen ja nicht in den Innenhof dieses Mal, sondern Richtung Hotel El Andalus, Santa Isabel und Richtung Park. Auch eine schöne Aussicht, wie ihr gesehen habt. Aber ein kleiner Besuch hier im Innenhof, der darf natürlich nicht fehlen. Hier ist noch nicht viel Weihnachten, aber es kommt dann bestimmt irgendwann demnächst. Oh, nach den schönen Eindrücken hier geht es jetzt aber doch schnell ins Zimmer. Halbe Stunde geht nämlich die Küchenparty schon los. Also, ich richte mich und los geht's. Zauberei, schon umgezogen. Extra schick heute, ist ja auch ein bisschen schicker. Jetzt muss nur noch die Mama fertig werden, die sucht jetzt noch die passenden Schuhe. Oh Gott, das kann nichts werden. Was macht man, wenn man Schuhe anziehen möchte und keinen Ganzkörperspiegel hat? Man nimmt das Teil, das glaube ich eigentlich für Koffer gedacht ist, und stellt sich drauf. Nicht zur Nachmachung und nicht für Kinder empfohlen. Ja, wer klein ist, muss sich zu helfen wissen. Was würde da wohl der Sicherheitsbeauftragte sagen? Er hat heute Urlaub. Hey, jetzt stirbt es schon runter, komm, dass ich was Spannendes habe fürs Video, Mensch. Ja, welche denn jetzt? Welche werdet ihr denn anziehen? Genau. Also ich bin für die hohen. Einmal die, ja, Pumps oder die Stiefeletten. Die Pumps. Schreibt die Pumps in die Kommentare. Schreibt die Pumps in die Kommentare. Tell everybody I'm on the way. Wo gehen wir hin, Mama? Wir gehen zur Küchenparty. Also zeig mir den Weg. Badam. Halt, ich will auch mit. Rezeption. Ja, schick, schick. Ja? Mama, komm mal hier, da ist ein Spiegel. Kann man sich noch mal die Haare machen. Ich habe gesagt, nimm eine Jacke mit, Mami. So, wir wechseln jetzt das Hotel vom Colosseo darüber. Aber wir gehen nicht über die Straße, sondern wir gehen unten rum. Echt? Ja, weißt du warum? Weil da ist, Autos fahren. Da ist nicht so kalt in den Katakomben unter Rust. Und ist warm, oder? Ja, richtig warm. Ja. Sommerliche Temperatur. Das ist meine Liebe zu dir. Ich schenke dir Wärme, mein Schatz. Wo sind denn hier Pflastersteine? Weißt du, warum da Pflastersteine sind? Dass wenn man hinfällt, dass man dann gleich ein Pflaster drauf hat. Pflastersteine sind die unfreundlichste für Pumps und Körnverbote. Oh, auch hier ist mehr Winter als Hello. Wenn wir jetzt gerade ein bisschen falsch waren, da beim El Andalus Eingang, haben wir den Eingang und zwar hier im Santa Isabel und da geht's jetzt rein. Lang. Ja. Ah, jetzt haben wir noch den richtigen Eingang.
Oh, da ist auch schon die Olga. Olga hat mich schon begrüßt. Ach, die Olga. Hallo, Olga. Hallo, guten Abend. Schon der Sekt in der Hand, ja? Ja. So gehört sich das, ja? Kein Sekt. Oh, eine Kamera. Ja, Paparazzi. Nicht, nicht, das ist das auf Facebook wieder. Nee, das nicht. Prost. Guck mal schnell. Ja. Da willst du ein Foto machen? Da willst du ein Foto machen? Was du alles willst? Ich will. Ich schmeiß den bestimmt. Garderobe. So, geht's lang. Party in alle Richtungen. Essen, Trinken, Musik, Garderobe. Also erstmal essen. Schlange, danke schön. So, mein Schatz. So, ja. Der Ed, der darf leider keinen Sekt trinken heute, der muss arbeiten, gell? Nein, oh je. Yeah. Jägermeister, das riecht sich, liest sich auch gut. Genau, den nehmen wir. Der ist schon vier, war. Komm, wir nehmen den, ich finde den voll schön. Ja. Hallo. Der Ed verfolgt uns, guck mal. Der Küchen-Ed. Na? Ist aber ein schlanker Ed. Ja, der müsste mal ein bisschen was essen, der Ed. Das ist ein schlanker Ed. Oder eine Edin, man weiß es ja nicht so Edin. Genau. Das ist eine Frau. Eine Edin. Und erstes kurzes Zwischenfazit. Wow, doch nicht so viele Worte bitte. Ich weiß, ihr seht es wirklich sprachlos. Selten, aber ich bin sprachlos. Es kommt wirklich nicht oft vor. Wenn es vorkommt, hat es was zu bedeuten. Und erstes Fazit ist einfach super. Also wirklich Wahnsinn. Ja, vielleicht habe ich ein paar Worte mehr wie mein Schatz da drüben. Ja, also. Doch, es ist sehr schön, es ist ein bisschen kuscheliger. Letztes Mal waren wir ja auf der Küchenclosing, gell, hieß es, im Colosseo und Bell Rock. Der Eingangsbereich durch Santa Isabel war halt doch recht schmal für so eine große Menschenmenge aufs Mal. Und alle wollten ein Foto machen dann. Aber ja, hier drin ist es jetzt echt schön und der Luftballonbogen, der ist halt phänomenal, der tanzende Ed ist toll und das Trinken ist auch toll. Und jetzt gucken wir nachher mal, was es zum Essen gibt. Auf, Mama hat Hunger, ab in die Küche. Wein. Habe ich dich erwischt. Das Rosé. Schau, was Rotes, ja. Ja, dann machen wir sie richtig. Rot-Weiß und Rosé. Jetzt haben wir ja noch genug Gläser. Genau. Dankeschön. Hallo. Ich hätte gerne ein Rosé. Ja. Schön, ja, elegant, schön fruchtig, ohne Holz, nur 100% dieses Sternbuch. Ich bin die Verdolfi-Wee. Zwei Bordeaux-Rebsorten angebaut in Spanien, im Penedes. Aha. Die sind bekannt dafür bei den Rebsorten, dass sie ein bisschen weiches Tannin haben. Also das ist so ein ganz samtiges, weiches Tannin. Okay. Sehr weiches, Mundgefühl. Sehr gut. Viel Vergnügen. Sieht sehr gut aus. Dankeschön. Du warst sehr gut. Willst du mich jetzt erst hinstellen? Ja, oder? Bitte. Ja, okay, schade drum. Sehr weit haben wir es jetzt nicht geschafft bis zum Weinstand. Hier sind überall so Stände. Es gibt auch eine Map, wo die Stände drinstehen. Und da bedient man sich dann, wie hier am Rotwein zum Beispiel, zum Wohl. Thank you.
Getränke haben wir. Jetzt essen wir mal. Essen. Ab in die Küche. Also hier gibt es irgendwas Fleisches. Jetzt gehen wir einfach mal in die Küche, weil es heißt ja Küchenparty. Und dann schauen wir uns den Plan nachher mal an. Oh, lecker. Piri-Piri-Händchen. Los, Mama. Es ist der Wahnsinn. Riecht's gut? Duftet vorzüglich. So, und das ist jetzt die Küche normal, ne? Also ist es jetzt auch, aber normal kommt man da nicht rein. So, dann nimmst du das mal mit. So, ich nehm's auf den Hinweg. Unterwegs auf eine Gabel. Nee. Aha. Sieht gut aus, ne? Riecht's gut? Ja. Ja, was hast du da ergattert? Carbonara. Das ist, glaube ich, der Koch von Medici jetzt. So lecker. Wir brauchen keinen Sitzplatz eigentlich. Wir essen in der Küche. Da hinten sind überall Tafeln, wo er sieht, was es gibt und wer kocht. Das ist der Koch von Medici gewesen. Mama isst schon weiter, was gibt's? Kabeljau. Du kannst ja mal auch schon zum Tisch kommen dann. Du musst aber da wieder lang, oder? Da lang. Da ist immer hergekommen. So, in der Küche ist sehr eng, sehr viel los, daher schnappen wir uns immer die Tellerchen jetzt zumindest. Das ist irgendwas Fischiges, ich habe es vergessen. Und das hier ist eine Ravioli mit Schaum und Trüffel. Guten Appetit. Die Mama hat neben der leckeren Bowl, die eigentlich schon fast verspachtelt ist, auch noch eine Tomatensuppe mitgenommen, oder? Ja. Vegane Tomatensuppe, wir haben keinen Löffel, Not macht erfinderisch zum Wohl. Ja, kann man machen. Bisschen mehr Gewürze und dann schmeckt ein bisschen wie Bloody Mary jetzt aus dem Glas zum Trinken. Die besten Sachen passieren ja, wenn die Kamera aus ist. Mama hat mir gerade gesagt, dass die Grundlage dieser Suppe eine, wie heißt's? Gazpacho ist. Gazpacho. Ne, ich habe noch nicht viel getrunken, ich kann es nicht aussprechen. Entschuldigt dich bei den Spaniern. Bei den Spaniern. Und dann habe ich gedacht, das ist das dünne Fleisch, das Gazpacho. Gazpacho. Das klingt doch auch alles gleich. Also Fleisch wäre mir lieber wie diese Suppe. Carpaccio ist das Fleisch. So, wir stehen hier gerade, glaube ich, beim Highlight-Essen an. Wartezeit fast wie im Europapark, 60 Minuten. So, geht's jetzt los mit Blüten und Fleisch, oder? Ja. Thank you.
und man sieht nur mich. Gegrillte Spitzen, das klingt irgendwie Schwein. Gegrillte Spitzen vom Wasserbüffel. Aha. Wir sind ja eigene Manufaktur, haben 20 Mitarbeiter, wir liefern Europa. Das Büffelfleisch gilt als gesundestes rotes Fleisch, wesentlich weniger Cholesterin, hoher Protein, Eisengehalt. Wir beliefern zum Beispiel auch Borussia Dortmund und SC Freiburg. Genau, ja. Also wenn man zu Hause mal Freunde überraschen will, mal kochen für einen schönen Galaabend, dann gerne bei uns bestellen. Okay. Auch für Weihnachten zum Beispiel haben wir tolle Rezepte mit Sterneköchen, Filet Wellington im Teigmantel. Oh. Auch was Tolles, ja. Okay, cool. Was solltest du da nicht kochen? Warum? Sonst ist eine böse Überraschung. Ei. Nicht mehr. Bitte schön. Und wie schmeckt's? Super. Bitte. Sehr lecker. Ja, und hier ist alles so auf das sind Anbieter, die dann auch ihre Sachen verkaufen, so entsprechend, ne? Ja. Den Flyer habe ich euch ja abgefilmt. Eine Genussmesse. Ja, wie eine Genussmesse, genau. Dankeschön, Mama. Bitte. Und die Mama kann doch ganz gut kochen, das habe ich nicht ernst gemeint. Also der Büffel, der kaut sich gerade noch. Das ist gut, es ist lecker. Ja, aber ich bräuchte es jetzt, glaube ich, nicht für zu Hause. Ja. Ein leckeres Rumsteak ist mir jetzt persönlich lieber. Büffel ist was anderes als Rind. Schau, ein anderes Tier, oder? Genau. Oder ist es das Gleiche? Nee. Ist ein Büffel und ein Rind und Rind. Ich mag lieber Rindviecher. Dankeschön. Während die Band hier schöne Musik spielt, ist für mich jetzt mal Zeit für einen Jägermeister. Dankeschön. Mama redet gerade, was ich mir gebracht habe. Jägermeister, mein Fest. Ich mache mir gar nichts raus. Hoch der Hunger. Also für mich als Nicht-Schnapstrinkerin sehr zu empfehlen. Den trinkt man langsam, hat sie gesagt. Bisschen likörig. Sehr lecker, also weder stark noch echt intensiv, sondern eher vollmundig und zart. In der Zeit, wo die Mama spricht, hätte ich das Glas schon leer getrunken gehabt. Mama ist eine Genießerin. So kann man das auch sagen. Also mein Mann jetzt eher mal so, aber ich jetzt gar nicht. Und dann probiert das halt ja. Also ich meine, so zum Probieren. Vielen Dank, wunderschön. So, sieht der aus? Und der ist so alt wie unser Sohn. 6 Jahre alt. Und 51% Boah, ja. Die Mama, die wird nicht zum 51% Trinker. Aber hier ist sowas. Das ist eher deins, Mama. Ja. Trink lieber das. Boah, der räumt halt auf. Wie schmeckt dir der Frauenwhisky? Ja, ich trinke lieber den. Der ist schon ein bisschen alkstark. Wir haben jetzt einfach die Schlange genutzt. Die hat am Whisky-Stand begonnen und endet beim US-Flanksteak. Flanksteak. Flan ist ein Vanillepudding, Mama. Spanisches Dessert. Je, oder Französisch, oder was ist jetzt Flan? Creme Brûlée ist Spanisch. Muss ich nochmal nachsitzen. Flanisch-Französisch. Nachsitzen in der Küche. Da gibt es eine Besichtigung. Gegessen haben, oder? Das ist Flansteak. Ja, das könnte das amerikanisches Flansteak, sagt die Mama.
Das ist Taubenlauch. Nichts für Vegetarier, oder? Ist, ja, glaube ich, leid. Er trinkt halt nur, hat sich vegetarisch ernährt. Ja? Genau die Form vom Fleisch, genau auf der Länge. Maßarbeit. Allem, ich weiß da nie, wann es fertig ist, zum Glück sagen die Leute. Wenn du denkst, es geht nicht besser, dann kommt immer noch was. Ich wollte dem armen Mann schon fünfmal der Teller klauen. Er hat gesagt, nein, der Trüffel kommt doch noch. Weißt du, große Kohle, ne? Ja. Noch was Vegetarisches. Na, grün wegen Fleisch. Du brauchst immer eine Gemüsebeilage dabei. Ja. Rosenkohl ist gesund. Ja. Fleisch. Ja, machen wir weiter. In Maßen. So, mit Crunch können Sie nehmen, wenn Sie wollen. Okay, vielen Dank. So, und jetzt wird genossen, nicht mehr gefilmt. Ja, ich glaube schon immer geradeaus. Ja. Oh. Ja. Muss man. Heißt es Poltinger Lamm, weil es vom Poltinger gut so erklärt ist. Das sind so die Dinger. Knoblauchbutter, Pilze, Pilzsud, Pilzsoße und Croutons. Das ist ein absolutes Adrenalin. Adrenalin hoch 10. Und? Voll lecker. Der ist sehr zu empfehlen. Ich hab schon leer. Da gehe ich hin zum Chillen. Was ist das? Oh Mann, was ist das alles? Das ist alles auf Gin-Basis. Also eigentlich nichts für dich, aber du probierst das mit der Schokoladensoße. Interessant, ich mache was ganz anderes. Ich probiere gerne von dir. Das sieht auf jeden Fall super aus und klingt echt gut.
Und ist jetzt der Baby oder was ist das jetzt? Das ist Bellyras Baby. Ja, genau. Haben wir doch gedacht. Dankeschön. Du wirst noch zum Gin und Whisky trinken. Also mein Schatz hat ja den mit Pfeffer und weißer Schokolade. Und? Schmeckt einfach super. Also ich habe sowas vorher noch nie getrunken. Echt was Neues. Herb, süß, beides gleichzeitig. Ist halt echt wirklich ein Geschmackserlebnis. Ja, wirklich. Es ist sehr warm. Wir sind hier auch so ein bisschen gerade versumpft bei dieser Gin-Bar. Und ich habe mir noch mal was zum Essen geholt jetzt. Jetzt geht's gleich noch in den Süßigkeiten-Tunnel. Da kommt er mit, oder? Ihr mögt's doch bestimmt süß, oder? Und hier seht ihr nochmal die Bowl, die Farin so schnell vergriffen war. Aus dem Süßigkeiten-Tunnel. Gang 1. Ich war leicht überfordert am Buffet. Wir sind nachts im Europa-Park. Okay, fast. Hier ist das Gitter. Wir sind aber nur im Raucherbereich hier draußen, ne? Aber ein bisschen frische Luft tut echt mal gut gerade. Thank you.
Guten Morgen. Ja, die Party hat dann gestern so gegen 2 Uhr das Ende genommen. Und dann sind wir noch ins Hotel rübergelaufen. Wir haben den Weg wirklich noch gefunden. Es war nicht mehr so neblig wie noch am frühen Abend. Und raus aus dem Aufzug und raus aus dem Zimmer. Wir haben das Zimmer jetzt bis zur letzten Minute ausgeschöpft. Tut auch mal gut ohne Kind. 11 Uhr ist Checkout und wir haben jetzt echt noch toll auf dem Zimmer relaxt und haben uns jetzt entschieden, doch schon Richtung nach Hause zu fahren. Weil wisst ihr was? Essen und Trinken, das ist schon anstrengend. Von daher geht's jetzt nach Hause. Let us gather round, for it's Christmas time. So, Checkout geht hier ganz einfach. Einfach die Karten reinschmeißen und das war's. Place to be. Oh, hast du unser Auto schon vorgefahren? Das wäre doch nicht nötig gewesen. Kinder brauchen Abenteuer, Erwachsene auch. Ja, und wir sind raus. Wie hat dir denn der Abend in der Küche gefallen, Mami? Der Abend war wirklich sehr schön. Ich habe gerade eben meinem Schatz schon mein Fazit gegeben, genau. Wenn man den Warenwert an Essen und Getränke sieht oder nimmt, dann ist das Geld auf jeden Fall wert. Klar ist im ersten Moment ein bisschen teuer, aber das sind einfach exklusive Getränke und exklusive Speisen. Und ich glaube, das hätte einen größeren Wert gehabt, wie das, was wir bezahlt haben. Genau. Was haben wir denn bezahlt, Mama? Weißt du es überhaupt? Nein, aber das wird euch mein Schatz einblenden. Genau jetzt. Ich sag euch das jetzt sogar, weil ich habe nämlich bezahlt. Die geht immer nur mit, ja? Ups. Das Ganze hat mit Übernachtung 410 Euro, glaube ich, gekostet. Ne? Normales Zimmer. Kostet ja sonst, glaube ich, 200 Euro, 250 Euro. Ne? In der Kombi gab es dann sozusagen die Küchenparty für knapp 100 Euro pro Kopf. Einzeln blende ich euch jetzt tatsächlich mal ein, was es einzeln gekostet hätte. Genau, also wer gerne gutes Essen hat oder gute Getränke, der ist hier definitiv an der richtigen Adresse. Genau, ich glaube, dass es so 110, 120 Euro gekostet hat, das Ganze, wenn man nur die Küchenparty gebucht hätte. Wir haben, wie gesagt, ja die Pauschale genutzt. Ja, und wisst ihr was? Im Januar ist nochmal eine Küchenparty, dann im Colosseo und im Bellwalk. Mal schauen, vielleicht gehen wir da auch nochmal vorbei, ne? Genau, wir werden berichten. Genau, ja, und für uns war es jetzt auf jeden Fall ein schöner, kinderfreier Ausflug heute mal. Und ja, ihr denkt zum Schluss wie immer daran, die nächste Freudzeit kommt bestimmt. Bis dahin, euer Simon und eure Tamara. Tschüss. Tschüss.